Ich liebe Geld. Ja, das tue ich. Du liebst Geld? Und warum sprichst du uns an? Hallo, Dunn, ehemaliger Händler zu euren Diensten. Was kann ich für euch tun? Du hast uns angesprochen. Was willst du von uns? Wie genau wird man eigentlich ehemaliger Händler? Also, zunächst einmal werdet ihr Händler. Dann werdet ihr Glücksspieler. Dann verwettet ihr euer Geschäft auf einem Würfelspiel. Dann verliert ihr. Und schon seid ihr ein ehemaliger Händler. Nächste Frage. Nee, das ist äußerst bedauerlich. Nee, nicht doch. Das hat mir aber ein neues Leben gegeben. Ich schwör's euch. Ich bin so leicht und so frei wie der Wind. Und nun, ich habe genauso wenig Geld. Seht ihr, ich fliege. Ja, die Bewohner dieser Stadt werden langsam alle verrückt. Aber ich denke mal, da wird Sarabok nicht hinterstecken. Noch einer, der mit uns reden möchte. Ich wette, dass ihr nicht zur Krönungszeremonie geht. Das wird die Krönungszeremonie von Sarabok sein, hm? Ich würde ihr gerne, aber ich habe noch keine Einladung. Auch wenn wir wahrscheinlich keine brauchen werden, sondern einfach da reinstürmen und umbringen, den alten. Gut. Den Göttern sei Dank. Wenn ich euch berührt hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich Tetanus infiziert. Tetanus könnt ihr euch nur durch die Klingen unserer Schwerter einfangen. Ja, wir bedrohen ihn garantiert nicht, um eine Einladung zu bekommen. Nein, nein. Beurteilt Abenteurer nicht nach ihrem Raum ausirren. Es kommt nur selten vor, dass wir keine Schätze sehen, vor denen euer behüteter Geist nie auch nur geträumt hat. Wie viel verlangt ihr für eure Einladung? Bringt mich nicht zum Lachen, Kretin. Und weg ist er. Na gut, so ein Adeliger wird wahrscheinlich wesentlich mehr Gold haben, als wir in unserem momentanen Zustand mittragen können. Noch einer, der uns anspricht. Was ist denn hier heute los? Macht Platz. Ich bringe eine Nachricht von den Herzögen des großen Reiches von Am. Oh. Welche Nachricht? Gibt es Krieg? Die Geduld in Azkatla ist zu Ende. Wir sind dabei, unsere Truppen entlang der nördlichen Grenze zusammenzuziehen und sind bereit, auf Befehl sofort auf Baldurs Tor zu marschieren. Das bezweifle ich irgendwie. Ich denke mal eher, dass er ein Handlanger ist von Sarabok. Oder zumindest einer seiner Organisationen, um ein bisschen Panik zu machen, damit er auch garantiert gewählt wird. Na gut. Sollten sie dort mit ihrer Aggressivität weitermachen, sagt das ruhig allen, die es interessieren mag. Denn wenn Am in den Krieg zieht, wird totaler Krieg herrschen. Gegen die Bürger dieser Stadt ebenso wie gegen ihre aufschneiderischen Herzöge. Ja, definitiv Panikmache. Sarabok, der hat das echt durchdacht. Das ist ein kluger Kopf. Also besser hätte er es eigentlich gar nicht planen können. Hat sich erstmal von seinem Vater ausbilden lassen, hat Hilfestellungen bekommen, hat dann nach und nach den Vater unterwandert, ihn umbringen lassen und jetzt die Macht an sich gezogen. Und währenddessen dafür gesorgt, dass die ganze Stadt abhängig ist von ihm. Na gut, also wiederbelebt haben wir uns. Wir wollen jetzt dahin uns ausruhen und Einkäufe tätigen. Erstmal schlafen, das haben sich unsere Helden verdient. Im Elfgesang da rein. Ja. Wir haben noch so viele Slots, die unbenutzt sind. Also vor allem hier Halsketten, Schuhe, Umhänge. Aber was wirklich Gutes gefunden haben wir noch nicht. Das einzig Ungewöhnliche war diese grüne Steinkette in Ulgas Beard, aber die hatte nur begrenzte Ladung und hielt nur für eine Runde. Das war komisch. Ja, wir können gleich bei dem magischen Zubehör schauen, ob wir noch irgendwas da haben. Aber ich denke, ich hatte schon mal geguckt. So. Damit es ein bisschen schneller geht, zwischendurch heilen. Ach, das war eigentlich nicht geplant. Aber gut, wir haben ja ein paar gekauft. Du noch eine große Heilung auf Imran. Du nochmal auf Khalid. Und nochmal auf Khalid. Wir wollen ganz hoch geheilt sein. Wie schaut's mit Zaubern aus? Ja, so viel Identifikation brauchen wir nicht. Wir brauchen eher Schaden. Das ist okay. Das ist... Okay, wir haben genug Stäbe. Ja, und bei dir? Nee.
So. Ja, soweit auch okay. Also nochmal schlafen. Königlich natürlich. Auch wenn wir es nicht aus Bequemlichkeit machen, weil die Betten so schön sind, sondern als am meisten heilt. Und so viel Unterschied macht es im Preis ja auch nicht. So. Also, jetzt geht's auf zum Eisenthron. Dann versuchen wir Saravok zu finden und danach in die Kanalisation. Obwohl, wenn Saravok gekrönt werden soll zum neuen Herzog, dann müsste er ja im Palast sein. Davon hat der andere Adeliger gesprochen, dass wir da eine Einladung brauchen. Und einfach reinplatzen könnten wir zwar, aber das wird nicht besonders gut kommen. Vor allem, wenn wir von der ganzen Stadtwache gesucht werden. Na gut, erstmal zum Eisenthron, vielleicht finden wir da zufällig eine Einladung. Wer warst du? Kolvar. Willkommen. Kann ich nicht ansprechen? Nö. Na gut, also Eisenthron. Sind wir ja schon fast davor. Und da ist auch gleich ein Eingang zur Kanalisation. Obwohl, im Eisenthron selbst war ja sogar ein Eingang zur Kanalisation, im Keller. Dann können wir von da aus einfach weitergehen. Aber jetzt speichern wir erstmal ab. LP 105. Dann wollen wir doch mal, auch wenn wir wie gesagt vermuten, dass er nicht unbedingt mehr hier drin ist, finden wir vielleicht doch ein paar Hinweise, die wir gebrauchen können. Aus dem Weg, Eindringling. Ich verlasse dieses sinkende Schiff so schnell ich kann. Sinkendes Schiff. Wir sind davon ausgegangen, dass Saravok hier auch die Kontrolle übernommen hat. Aber das sieht mir nicht unbedingt nach einem sinkenden Schiff denn aus. Na gut, warum habt ihr solche Angst? Hat Saravok nicht alles unter Kontrolle? Ich will ja gar nicht bestreiten, dass er alles unter Kontrolle hat. Aber egal, was er plant, hat er bestimmt nicht das Wohl des Eisenthrons im Auge. Er hat uns im Stich gelassen für seine neue Position. Er soll schon bald zum Großherzog ernannt werden. Oh, Großherzog. Ich dachte immer nur, er sollte normaler Herzog werden. Uns muss er dafür loswerden. Und es würde mich nicht überraschen, wenn er die flammende Faust morgen hier durchschickt, als Beweis seiner Haltung gegenüber Handelsverbrechern. Ja, das würde zu ihm passen. Saravok für Großherzog? Wie kann das sein? Eigentlich ganz einfach. Er hat sich Unterstützung verschafft, indem er versprach, das von ihm selbst gestiftete Chaos zu bekämpfen. Ja, sehr, sehr schlau. Mit dieser Idee sollte er außerordentlich erfolgreich sein, wenn man bedenkt, dass er alles unter Kontrolle hat, seit unsere Anführer tot sind. Ich bezweifle jedoch, dass er es auf ein nettes, ruhiges politisches Leben abgesehen hat. Es scheint möglichst viel Zerstörung anrichten zu wollen, und ich glaube, er will einen Krieg gegen Am heraufbeschwören. Ja, das glauben wir auch. Vor allem, wenn seine Handlanger durch die Stadt laufen und schreien, Am mobilisiert zum Krieg und es gibt den totalen Krieg und... Ja, also das glauben wir auch. Er ist ein Ungeheuer und ich werde ihn bis zum Letzten bekämpfen. Dann werdet ihr sehr wahrscheinlich die flammende Faust und viele andere gute Menschen treffen, die ihm folgen. Er hat ihre Ängste genährt und bietet ihnen nun sich selbst als ihr Retter an. Jetzt, wo Enter Silberschild tot ist, ist er nicht. Und er den neuen Gardenkommandanten in der Tasche hat, der neue Gardenkommandant ist tot, wird keiner einen solchen Dummkopf wie euch ohne Beweise Glauben schenken. Da hat sie allerdings recht, wir brauchen Beweise. Also nicht, dass wir nicht schon 10.000 Briefe hätten, die beweisen würden, aber ja, wir brauchen jetzt noch handfeste Beweise. Ich habe schon genug Zeit mit euch vertan. Wenn ihr mich niederstrecken müsst, dann tut es. Erwartet aber nicht, dass ich das abwarten werde. Und sie geht einfach dran vorbei. Na gut, wir hatten eh nicht vor, sie umzubringen, wenn sie nicht mehr sich zum Eisenthron bzw. zu Saravok bekennt. Noch einer, der was zu sagen hat. Wer geht mir aus dem Weg? Es ist mir ganz egal, wer ihr seid. Ich will nur weg von hier. Und wer seid ihr? Ich heiße Pang und wäre euch dankbar, wenn ihr mir aus dem Weg gehen könntet. Es ist mir völlig egal, warum ihr hier seid. Nehmt alles, was ihr wollt, wenn ihr Diebe seid. Ich will jetzt nur noch weg. Dieser Saravok ist ja größenwahnsinnig. Unser Anführer war noch keinen Tag lang tot, als er sich schon zum neuen Anführer des Eisenthrons erklärte. Na gut, wir können entweder den Dieb raushängen lassen, der wir nicht sind, oder den mutwilligen Zerstörer, den wir nicht unbedingt darstellen wollen.
Aber gut, das tut nichts zur Sache. Ich zerstöre euch trotzdem alle. Diese Arbeit ist bereits erledigt. Wer bräuchte denn euch schon, wenn wir Sarevok haben? Wenn da nicht dieser Narr auf der Anklagebank säße, hätte ich vermutet, dass Sarevok unser Anführer getötet hätte. Wir sind dieser Narr. Er hat unser Gold verschwendet, unsere größten Pläne zur Aufwilligung der Regierung verwendet und nur gelacht, als wir ihn mit der Zerstörung unserer Organisation beschuldigten. Er scheint geistig recht gesund zu sein, aber auf jeden Fall. Der ist gerissen wie sonst was. Und ich kann daher nur annehmen, dass er ein anderes verborgenes Motiv hat. Naja, den Krieg gegen Amm. Dem Eisenthron ist das aber sicher nichts. Macht, was ihr wollt. Ich gehe jetzt, bevor sonst noch etwas schief läuft.